Folgende Entscheidungen sind getroffen worden. Es werden jetzt nach Hause gehen Julian Brandt, dann Karim Bellarabi und Sebastian Rudi und Marco Reus. Bei Marco Reus war es dann in der Tat auch so, dass die Mediziner keine klare Prognose abgeben konnten. Er hat schon auch massive gesundheitliche Probleme und er kann im Moment nur gerade auslaufen. Das war bislang nicht mehr möglich im Training. Die Mediziner sind natürlich auch da sehr, sehr skeptisch, dass er die nächsten Wochen auch bei diesen zehrenden Spielen und bei diesem zehrenden Turnier dann auch voll belastbar ist. Und von daher ist es für uns natürlich auch und für ihn auch eine bittere Entscheidung gewesen und eine Enttäuschung für uns alle, weil der Marco Reus in einer sehr guten Form und gesund und fit wäre natürlich für unsere Mannschaft schon auch eine enorme Bereicherung. Die jungen Spieler Jo Kimmich und Julian Weigel und Leroy Sané, die werden dabei sein. Und es ist keine Entscheidung von mir gegen drei Spieler oder gegen vier Spieler, sondern für die 23, die wir jetzt dabei haben. Die Prognosen bei Bastian Schweinsteiger oder bei Mats Hummels, die sind klar von unserer medizinischen Abteilung, dass die bei diesem Turnier auch zur Verfügung stehen werden. Bastian Schweinsteiger, voll belastbar, wird er heute Nachmittag mit dem Training mit der Mannschaft beginnen. Mats Hummels wird es noch ein paar Tage dauern, das ist klar, da müssen wir abwarten. Aber nach Auskunft der Ärzte werden beide bei diesem Turnier auch zur Verfügung stehen.